Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir einen neuen Charakter bekommen, und zwar sie hier, Rebella. Und auch hier hinten, beziehungsweise doch, das war glaube ich hier, unseren ersten Boss besiegt tatsächlich. War ziemlich episch und nachdem wir den Boss besiegt haben, sind wir weitergelaufen und sind auf den Boss erneut gestoßen, der halt hier wartet. Und um den kümmern wir uns heute. Und dashen da erstmal wunderbar rein. So muss es so. Ich muss mal bei mir lauter machen. Bei mir ist das Game immer ein bisschen leiser als bei euch. Ich kann es aber tatsächlich so ein Stück lauter machen. So. Das habe ich tatsächlich vor. Was ist unsere Aufgabe? Hier geh ich noch besiegen. Ja, das sollte jetzt nicht allzu stressig werden. Warte, wir machen das aber smart. Erstmal. Stopp. Wir stellen... Oh, wir können dashen hier erstmal. Komm, ein Goomba weg. Der Goomba wird jetzt hier nicht viel irgendwie rausholen können. Naja. Ja. Und zwar, wir zünden die Heldensicht. Wir zünden die Heldensicht. Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass es so coole Animationen gibt. Ich habe seit gestern nicht mehr aufgenommen. Tut mir leid. So, mit ihr zünden wir hier auch das. Ja, dann kommt er auch in die Range. Wunderbar. Oh, die Animation hier. Haben wir noch nicht gesehen. Sieht auch stark aus. Ich habe ein bisschen Offcam gegrindet. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ich weiß es nicht. Aber das habe ich auf jeden Fall getan. Oder trifft man alle? Das könnte sogar actually ganz gut sein. Warte, wenn ich mich hier hinstelle. Ja, wunderbar. Und jetzt mal gucken, was passiert hier. Gebt ihr Vollgas und rennt ihr mir hinterher. Wunderbar. Zack. Dabben. Na los. Sperrt. Wieso hat Mario nicht geschossen? Warum hat Mario geschossen? Ich hab's einfach nicht. Haben sich die zwei Goombas bewegt? Ne, die waren ja auch tot. Hä? Warum hat Mario nicht geschossen? Wunderbar, aber er ist trotzdem ein bisschen down. Oh, ich glaube, jetzt ist der Sound vom Game ein bisschen zu laut in der Aufnahme. Darum kümmere ich mich gleich. Und einen Powerblock bekommen wir. Cool. Ich habe einige Items tatsächlich bekommen. Oh, da können wir gleich mal reinschauen. Warum eigentlich auch nicht? Und zwar viele spannende Dinge sind. Genau. Die Sparks und Techniken können wir damit... Der Cooldown ist dann halt weg. Powerblock haben wir schon geguckt. Ich habe die Sparks verteilt auf die Charaktere hier. Wichtig, ich habe beim im Skilltree habe ich ziemlich viel gemacht. Nachgucken. Hier haben wir Sturmklingenreichweite. Also das hier, wenn sich jemand bewegt, die Heldensicht von ihr, habe ich ein bisschen die Reichweite erhöht. Und den Radius, also wie breit die Waffe ist beim Werfen, habe ich erhöht. Ich fand, das war ziemlich schlau. Er macht mehr Schaden mit seinem Boomerang, kann länger fliegen und tatsächlich, wenn er dasht, dann werden Gegner erschöpft bzw. sind geschwächt. Plötzlich hat er auch noch mehr Leben. Was hat Mario? Mario hat einen Stampfsprung. Der ist ganz wichtig. Er hat eine höhere Chance auf kritische Treffer und die Heldensicht macht ein bisschen mehr Schaden. Genau. Will hier hin. Peach kann länger fliegen und kann zweimal dashen. Der letzte Schuss macht mehr Schaden und die Chance auf kritische Treffer ist höher. Luigi hat halt so diese standardmäßige doppelte... Nee, das ist Geistergeschoss, genau. Das Eisenblick kann durch Mauern durchgehen. Und der Schaden durch kritische Treffer erhöht. Und natürlich hat auch er ein bisschen mehr Leben, weil er hat echt wenig. Bei Peach habe ich erstmal die Flugzeit gemacht und der Waffenschaden sowie die Abnahme des Schadens, je weiter Gegner weg sind, reduziert. Und Rabbit Mario habe ich stärker gemacht. Hier, genau. Er macht mir Schaden. Und das hier, genau. Er kann zweimal diesen Gegenschlag machen, was halt echt, echt strong ist. Und sonst eigentlich nicht viel. Sagen wir, steppen direkt weiter. Und erstmal hier runter. Hier gut um, bevor ich mich mit was anlege. Das hier sieht so aus, als gehört es hier hin. Das sieht richtig aus, oder? Ich weiß es nicht. Kommt dann da rein?
Wegen dem Bart? Okay. Okay. Tauschen halt wieder. Oh, hier. Doch, der ist richtig. Also der ist zu... Nee, der ist nicht richtig. Der kommt hier rein. Wunderbar. Du kommst hier rein. Warum gibt es drei? Ich habe das dritte Bild noch nicht gefunden. Ja, das sieht doch richtig aus. Wo ist das dritte Bild? Wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Sau. Das war noch ein viertes. Ja, da... Das ist richtig. Und wo ist jetzt der vierte? Ach, da. Das kommt dann hier rein. Kommt nicht hier rein. Wo ist das mit den pinken Herzen? Da. Ah, okay. Ab. Da hab ich. Dann rennen wir ganz schnell hier rüber. Und fügen das hier ein. Und das da drüben hier. Okay, wir haben es, glaube ich. Haben wir es? Wunderbar. Das war ein Rätsel scheinbar. Und ein weiterer Spark ist aufgetaucht. Ja, sehr viele Nebenquests. Folge dem Spark, schalte die Röhre mit 12 Sparks frei, besiege den Panzergumba und beseitige die Finsternispfütze. Ein paar Sachen haben wir auch schon erledigt. Ja, ja. Ich habe mich hier tatsächlich sehr reingelesen, um ein bisschen zu sehen. Leuchtturm ist ein Hauptziel und wir haben sehr viele Nebenziele. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Hauptziel. Was auch immer das jetzt ist, da ist der Spark rausgekommen, ich weiß, aber irgendwas gebracht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Sagen wir, steppen hier hinten einfach mal raus und gucken, was sich da dann auf der anderen Seite befindet. Yeah. So. Geld. Das nehme ich doch mit. Hier ist der Spark rein. Ja, dann machen wir das doch. Komm. Bisschen Nebenaufgaben. Ich kann mir sowieso vorstellen, dass dieses Projekt sehr, sehr lange dauern wird. Also laut meinen Berechnungen zufolge dauert das Spiel 20 bis 30 Stunden durchzuspielen. So wie ich es spiele ungefähr. Aber mal gucken, wie sich das Ganze noch ergibt. Zerstöre das Finsterzeittor. Ja, tun wir das doch mal. Der arme Spark wird hinter dieser Barriere gefangen gehalten. Okay. Reißen wir sie nieder, um ihn zu befreien. Das ist eine gute Idee, Bipo. Das ist nicht unser erstes Bobomb-Rodeo. Erstens Rasereiangriff auf sie ausführen. Zweitens sie hochheben. Drittens auf die Barriere werfen. Okay. Den Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholen. Perfekt, das soll ich doch hinkriegen. Sehen wir es durch. Macht das so smart. Ah ne, wenn ich Team... Ja, kann ich ja nicht mehr so weit laufen. Muss halt in dem Radius bleiben, die Bombe aufheben. So. Ja. Ich mach das. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ah, wobei doch. Doch, doch. Okay. Kettenreaktion. Doch, doch. Hat funktioniert. Ich seh dich. Ja. Erstmal den hier. Der ist dann safe down. Das wäre schon mal wichtig. So. Mit Mario können wir auch noch jumpen. Das tue ich doch gerne. Auch mit dir. Wuhu! Fliegen, wunderbar. Zumindest noch einen Dash rausholen. Würde ich den gerne stehen. Oh ja, hier stehen. Kann uns hier die Bobomb erreichen? Nö, kann er nicht. Dann stehen wir doch ganz nice. Schön hier ein bisschen... Oh, das ging daneben da hinten. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ah, mit ihr ist jetzt halt schlecht. Ich glaube, wir können hier aber eine 50er-Prozent-Chance rausholen. Ja, wir treffen ihn auch.
Wunderschön. Minus 1. Wo lebt denn jetzt noch irgendein krasser Gegner, ist die Frage. Ja, da hinten einer. Ja, einer. Also komm, wegen einem zünde ich jetzt hier nicht 10.000 Sachen. Du solltest vor mir stehen bleiben, genau. Du auch, ja. Ja, ihr kommt nämlich alle nicht an mich ran. Aber ich kann jetzt grabben und aufs Tor finden. Oh, den habe ich nicht gesehen. Das war... Ah, unschön. Schön, den habe ich nicht gesehen. Aber alles gut. Portale. Kein Stress. Ich... Nein! Ach komm! Das ist doch Betrug, ganz ehrlich. Kann ich doch auch nichts für. So, auf da. Da war. Können wir keinen mehr grabben. Ah, mit Mario noch, aber wir können nicht mehr dashen. Können aber Mario hier hinstellen. Ja, ganz stupid den hier machen. Ja, so weit an Rand wie möglich. So. Dashen. Grabben. Hallo? Ich will werfen. Okay. Wunderbar. Man muss ja das auch ein bisschen strategisch angehen. Ich sehe dich. Ja, und ich werfe trotzdem auf den drauf. Vielleicht wäre der Stein ja kaputt gegangen. So, mit Mario. Na, was spawnst du denn? Kann ich nicht wissen. Hätte ich mich nämlich mit Mario dahingestellt und volles Kanonenrohr reingefeuert. Na, guck mal. Zack, da treffe ich ihn doch. Und das lohnt sich auch. Wo ist denn der Typ, der hier hinten war? Wie denn der? Ach, da! Ja, aber den treffe ich doch safe nicht mehr. Ne, tue ich nicht. Dann risk ich es auch gar nicht erst. Sondern platziere mich hier hin. Luigi da, Mario hier. Ich glaube, die Bobombs bewegen sich als erstes genau. Deswegen keine Helden sich zünden. Wir könnten die Bobombs zerstören. Und das wäre nicht so nice. Oh, wir erleiden so viel Damage. Oh, das finde ich aber gar nicht nice. Das finde ich gar... Also ehrlich... Nee. Toll. Woher hätte ich wissen sollen, was da rauskommt? Bobomb. Ja, hat sich doch gelohnt zu warten. Bisschen weird hier von der Kamera. Bobomb, ja. Aber das ist gut. Je mehr Bobombs, desto mehr kann ich grabben. So, hier ist... Ui. Er wird jetzt aber ordentlich. Gibt das auf und wirft das da rein. Können wir da nicht draufballern? Das ist unfair. Wir kommen wieder wegen einem Block nicht an den Ranne. Okay. Och, ich bin doch... Warum stelle ich mich denn auch so nah dahin? Euch throw ich das jetzt voll hin. Zack, zack. Ja, ein bisschen Schwächen noch. Schwächung kann man nie genug haben. Ist immer wichtig, hätte ich gesagt. Ja, und... Vielleicht so, dass ich ihn noch so gerade grabben kann. Das heißt, dashen. Eintags. Grabben. Nach hinten ein Stück. Werfen. Okay, getroffen. Auch den hier. Ja. Ich weiß nicht, ich will nicht auf den schießen, weil das fühlt sich so verschwendet an. Fühlt sich echt verschwendet an. Das zünde ich diesmal aber. Da sieht doch die Animation krass aus einfach. Also wirklich. Shazam. Damit Luigi kann nicht mehr moven. Aber Mario kann auch moven und ballern.
Ja, wenn man von hier vielleicht... Vorsicht! Wunderschön! Den Double Hit hier rausgeholt. Das heißt, der Einzige, der noch lebt, ist der da vorne. Und der kriegt gleich was von Rebella ab. Oder nicht? Das ist ein Scam. Na los. Ich glaube, ich konzentriere mich gerade zu sehr auf das Ding, anstatt auf Gegner. Oh, aber nice. Weglaufen? Ja, ein Stück, ja. Ich glaube, noch ein einziges Mal draufwerfen, wenn ich das, wenn ich dieses Dings oben links richtig lese. Doppelt tot, wunderbar. Nur Ballast. Mit Rabbit. Mit Mario vielleicht noch. Nee. Ah, das ist jetzt stupid. Wobei eigentlich nicht. Ich glaube nämlich, dass sich zuerst die Gegner bewegen und dann welche spawnen. Aber ich weiß es nicht genau. Verlass dich bitte nicht auf meine Aussage. Da hinten, du stehst gar nicht so schlecht. Gib den Zug mal ab. Und hoff einfach, dass die Gegner jetzt nichts falsch machen. Lauf doch in meine Range. Wunderbar. Und ein Bob-Bomb. Du hast auch was. Aber es ist nur noch ein Hit und wir überleben das. Vielleicht knapp, aber wir überleben das. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig, hätte ich gesagt. Immer nur das Mikrofonstück näher. Ich merke schon wieder, dass ich anfange, leise zu reden. Und das nicht gut. So. Out of my range. Aber du nicht. Okidoki. Ja. Zack. Weg da. Vielleicht schaffen wir es sogar. Ja, wir haben es geschafft, weil wir sind ja schließlich auch hier Profis, Leute. Dafür lasst jetzt mal ein Like da, dass wir so gut. So ein paar Erfahrungspunkte holt, Coins, Sternenteile, weiter geht's. Wir kommen halt ganz gut durch, das freut mich tatsächlich. Das freut mich. Ja, doch. Da ist ja der neue Spark. Es macht Spaß, in Pfützen zu spielen, wisst ihr? Ich bin Eraser. Danke für die Rettung. Lasst mich kurz Luft holen, dann können wir los. Dein Name ist Eraser. Oh, da gab es gute Erfahrungspunkte noch. Eraser schließt sich dem Team an. Wunderbar. War wahrscheinlich eine Quest, die wir abgeschlossen haben. Hier wissen wir jetzt, wie es geht. Diesen hier machen, genau. Das haben wir rein zufällig in der letzten oder vorletzten Folge herausgefunden. Gibt's eine Cannon? Los! Keine Ahnung, wo uns das hinbringt. Erstmal keine Cheap Beats, mein Konzert wird schon, weil es regnet. Okay, okay. Ja, komm, dann lass uns mal zum Leuchtturm jetzt laufen. Wir wollen ja auch ein bisschen Story Progress haben, habe ich gehört. Ich bleib auf dem Weg. Ich bleib nicht auf dem Weg, ich hol mir die Coins. Ich frage mich, wo der Spark wohl hin ist. Der ist in den Leuchtturm, habe ich, wenn ich das richtig rauskristallisiert habe. Oh ja, da ist auch eine Cutscene. Ja. Er ist in den Leuchtturm rein. Ja. Aber ich will mich jetzt erst nochmal hier umgucken. Hier gibt es einen Baum. Reden wir nicht drüber, dass man Bäume schildern kann. Irgendwann wird ein Gegner runterkommen. Ich weiß es. Ich predikte es jetzt schon.
Hier ist verschlossen. Okay, okay. Hier ist noch ein bisschen Geld. Hier ist noch ein anderer Weg. Oh, hier können wir eine Leiter runterlassen. Und dann speichert das, habe ich gehört. Hallo? Ist ja auch egal. Ich glaube, gleich gibt es eine Cutscene. Bin ich mir aber noch unsicher. Glaube aber schon. Mehr kann ich leider nicht für euch tun. Ich kann nicht so gut kämpfen wie ihr. Ich bin ein Loser. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hey, lass uns hier doch mal direkt reinsteppen. Let's go. Komme, was wolle. Wollt jetzt erst wissen, was die Quest war, Mensch. Und dann macht er die weg. Quest. Quest. Besiege die Wache, die das Finsterzeitei bewahrt. Ich schätze mal, das bist du. Okay, wir können die Kamera jetzt nicht komplett bewegen. Aber das ist gar kein Problem, weil den dashen wir aus dem Leben. Level 7, es wird schwerer, wenn ich das richtig sehe. Also selbst die Gegner werden schwerer. Aber ich werde ja zwischen den Folgen immer mal wieder grinden, damit das einfach wird. So, besiege einfach alle Gegner. Okay. Das sind neue, wenn ich das richtig sehe. Oder die haben einfach nur eine andere Farbe, ich weiß nicht. Ich scanne sie trotzdem kurz mit Beeple, damit wir einfach Bescheid wissen, was da auf uns zukommt. Das ist ein anderer Spark. Einen wunderschönen guten Hallo. Aquarion. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mich euch Helden anschließen und für immer von ihr verschwinden. Vorsicht vor den Feuerknechten. Ihr Feuer-Super-Effekt kann mehrere Helden in Flammen setzen. Okay. Wenn ihr mit jemandem Kontakt geratet, während ihr brennt, fängt er auf. Ziemlich mies, aber so ist das nun mal. Okay. Team lassen wir mal so. So, jetzt lass mich die aber erstmal scannen. Was könnt ihr denn? Hätten wir auch mal scannen können. Führt aus Deckung feuerbesiegte Angriffe aus. Empfindlich gegen Wasser. Ja. Dann. Wir zünden Sturmklinge. Wir gehen wieder erst auf den Großen, weil ich glaube, der wird am stressigsten werden. Habe ich volle Leben? Nicht ganz. Gell, Mario hat weniger. Okay. Let's go! Let's go! Ich glaube, wir warten noch, bis Luigi da ist. Oder sollen wir Luigi einfach ganz woanders hinpositionieren? Sollen wir Luigi hier hinstellen? Er trifft alle drei mit Luigi Throne wir. Nachdem wir jetzt aber erstmal hier das hier gezündet haben. Um einfach ein bisschen abgesichert zu sein gleich. Und Luigi ballert auf die drei Geist drauf. Und macht auch strong and damage. Viel zu leicht. Doppelschuss von Mario. Wunderbar. Aber alles tut. Er kommt gar nicht bis zu Mario. Aha. Und raus mit ihm. Wunderbar. Direkt erstmal den Boss rausgekickt. Angreifen kann jetzt halt niemand mehr. Und irgendwie was ausrichten auch nicht. Deswegen geben wir mal den Zug ab. Und gucken, was unsere Gegner machen. Die werden mit Feuer böllern. Bitte berühre mich nicht. Dankeschön. Wir kriegen schon mal weniger Schaden, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Er hat nicht getroffen. Na los. Ist halt nicht so gut. Aber ich sag mal so, wir können es überleben. Solange Mario nicht viel Damage nimmt. Weil Mario ist ja der am angeschlagenst. Da zünden wir unsere Frisbee rein. Es gibt mir Captain America-Vibes. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mit Mario können wir doch mal hier hoch, oder? Wir könnten. Auf ganz smarter Basis. Hier hoch. Stampfattacke machen. Und aus dem Leben dashen. Stopp, stopp. Hier hinstellen.
auf ihn ballern. Auf ihn. Ging daneben, ist nicht so schlimm. Mit ihr, ah, wir kriegen den aber dann nicht mehr, oder? Doch, wir können den zumindest dashen. Das ist doch immerhin etwas. Ich hätte gern, dass die Feuertypen aus sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Zink, zank, zorn und weg damit. Ich dachte erst, wir müssten vielleicht springen. Sonst hätte ich Mario weiter nach hinten gepackt. Aber kein Stress. Ich gebe den Zug ab. Ja, perfekt. Wunderbar. Ja, ich werde nie übermütig. Alles gut. Ich fühle mich aber tatsächlich sehr positiv. Denn das ist ein Stufenaufstieg, habe ich gehört. Ich bin der Beste. Oh ja. Sehr strong. Wir sind jetzt Level 8. Ja, das gefällt mir. Je höher das Level, desto einfacher das Spiel im Endeffekt, denke ich mal. So, jetzt haben wir auch das Ei. Hier, deine Sparks. Warum ist hier eine Röhre und was soll ich da durch? Ja! Komm, wir gehen erstmal hier lange zur Spitze, dann gehe ich erstmal durch die Röhre. Weil die bringt mich safe nicht zur Spitze. Dann können wir erstmal noch da unten erkunden. Ja, hallo? Aha! Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bonus? Bonus. Allein schon die Cutscene und alles sagt Bonus. Alles schreit hier nach Bonus. Dieser Raum ist toll! Wir sollten den Innenausstatter finden und unser Schiff auch so gestalten lassen. Das wird wohl nichts. Dieser Raum wurde von Rabbits kreiert, die einen Zeitvertreib gesucht haben. Sie haben ihn offensichtlich nicht fertiggestellt. Er scheint aber trotzdem zu funktionieren. Also, falls du es mal versuchen möchtest. Sehr schlau, Genie. Aber wusstest du, dass Rabbits beim Gestalten von Räumen wie diesem mit der Belohnung anfangen? Ich zeig es dir. Ja, ich tue den P-Switch. Oh. Weg. Ja, ob das jetzt schneller war. Wunderbar. Zwei. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, was links und was rechts ist. Ich gucke erst, was links ist. Ja. Münzen und rechts. Okay, gut. Eine Erinnerung. Okay, okay. Galaktischer Atlas, Strahlenstrahl. Das war alles hier? Okay, dann steppen wir doch wieder hinaus. Und gehen die Treppe hoch, oder nicht? Ich hoffe, uns erwartet da oben jetzt nichts Krasses. Weil sonst wird die Folge heute länger. Erwartet uns hier ein Kampf oder so? Sieht erstmal nicht so aus. Nein. Dann nehmen wir... Ja, die Kiste. Und die schieben wir hier drauf. Das hier, wohin tun zu können? Hier rein. Wunderbar, und es geht wieder ein Stückchen höher. Irgendwie ist dieser Leuchtturm sehr hoch. Oder ist Level 8 Gegner, da verstecke ich mich doch. Denn den greifen wir beim nächsten Mal an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Ich drücke jetzt mal Pause, bevor uns ja noch sieht. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge natürlich auch nicht. Schön pünktlich am Start sein, Leute. Es geht weiter. Bis dann. Ciao, ciao. Leute.